Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Far Cry Primal. Wir sind hier in der Höhle der Ersoffenen. Ja. Und, nun ja, ich sehe jetzt schon, das wird nicht leicht. Aber, ey! Boah. Hier ist voll die schöne Unterwasserwelt, muss ich allerdings zugeben. Guck mal, hier gibt es sogar Holz unter Wasser. Und was ist das? Das sind Pflanzen. Aber ganz ehrlich. Oh. Ich muss aufpassen, sonst lande ich selber noch hier als Ertrunkener. So. Entkomme aus der Höhle. Ja, das wird wahrscheinlich nicht so leicht, wie es gesagt ist. Den Nordton nehmen wir auf jeden Fall mit. Man weiß nie. Ah, oh. Gegner? Gegner oder für... Ja, ist ein Gegner. Okay. Na komm. So, hoch mit dir. Der ist weg. So, alle tot? Alle tot. Sehr schön. Na, wieso komme ich hier nicht hoch? Wieso sind hier Udam? Ich dachte, hier haben Venger gelebt und auf einmal sind hier Udam. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Es sollte doch jetzt eigentlich die Höhle sein, die wahrscheinlich eigentlich eher verlassen ist, oder nicht? Beziehungsweise nicht unbedingt verlassen, aber vielleicht noch ein paar überlebende Venger oder so. Das hätte ich erwartet, aber keine Udam. Wo ist denn der Kerl, dem ich den Speer in den Kopf gerammt habe? Ah, das bist du, oder? Jawohl. Ah, schön, wir sind hier. Okay. Ich kann nicht viel erkennen. Oha. Also da gehen wir definitiv nicht baden. Das wird, glaube ich... Ah, okay, ich verstehe. Wir brauchen hier den Greifhaken. Und hier kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssen von hier aus erst einmal hier rüber. Das war ein bisschen zu hoch. Beim nächsten Mal etwas weiter runterlassen. Einfach mal merken. Und rüber. So, perfekt. Ich würde mal sagen... Ja, lass mich mal gucken. Okay. Ah, ein paar Pflänzchen nehmen wir noch mit. Seltene. Seltene. Ist gut. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mit. Hier ist ein Seil. Sieht so aus, als entweder ist das eine Wurzel oder die sind hier runtergeklettert. Ich bin mir nicht sicher. Ah, okay. Das ist abgetrennt. Hoffe ich. Ich hoffe wirklich, dass es abgetrennt. Da glitzert's. Ja, okay, das ist nur Licht. Aber das sieht cool aus irgendwie. Hier so unter Wasser und so. Wo kommen wir hier raus? Oh, wow. Oh, oh. Ich muss mal ganz leise irgendwo an Land. Ja. Wie macht man das? So. Gut. Haben schon mal zwei erwischt. Da ist einer. Okay, ich glaube, jetzt haben wir Stress. Gute Nacht. Der hat gesessen. Warte mal, da ist noch irgendwo einer. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Wo ist dein Kopf? Ich kann den Kopf nicht ganz erkennen. Ah, ich habe getroffen. Okay. Oh, Stöcker. Die Höhle sieht schon geil aus, muss ich zugeben. Beziehungsweise, es ist nicht wirklich eine Höhle, würde ich mal sagen. Es ist mehr so ein Schluchtensystem. Weil, ich meine, gut, bestimmt war das mal alles irgendwie offen. Aber halt durch
durch das Wasser, weil es ja die geflutet wurden. Also weil es geflutet wurde, denke ich mal. Der ist aber genau zwischen die Augen gelandet. Denke ich mal, ist es wahrscheinlich dort einfach so gewesen, dass das einfach war. Und nun ja. Jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es weitergeht. Was haben wir denn da? Nicht viel. Nur ein paar Blätterchen. Und gar nichts. Das war's. Na gut. Dann schauen wir halt mal weiter. Aber wo ist der Ausgang? Entkomme aus der Höhle. Ja, ist leichter gesagt als getan. Geh nicht ins Licht, Carolyn! Sorry, der musste sein. Ich glaube, wir müssen tauchen. Oder? Oder nicht? Oder? Oder nicht? Oder nicht? Ich weiß nicht. Hier sind auf jeden Fall lauter abgesoffene Hütten. Aber kein Ausgang. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Wir sind hergekommen von da. Die Udam waren hier. Das heißt, irgendwo in diese Richtung muss doch der Ausgang sein. Oh, das ist so hell. So hell. Hier muss irgendwo ein Ausgang sein. Ah, da. Hä? Willst du mich jetzt vereiern? Verkackeleiern? Was? Ach, okay. Gut. Habe ich nicht gesehen, dass hier noch das Becken ist. Habe ich nicht gesehen. Tut mich leid. Das sieht ja echt geil aus. Ich hoffe, das ist nicht Elder Scrolls. Ach, so hübsch. Wird es wahrscheinlich sowieso. Wie kommen wir... Kommen wir da überhaupt? Oder kommen wir da nicht? Hier wird mir zwar angezeigt, okay, ist irgendwo der Greifhaken. Ich finde ihn aber gerade nicht. Ach, da. Ich bin ein Blindfisch. Nee. Was? Da muss ich mich wahrscheinlich so ganz cool Mission Impossible mäßig um die Kurve. Und dann hier so rüber. Und eins und zwei und... nein! Kann ich nicht unten drunter durchtauchen? Ich würde ja lachen, wenn das geht. Aber nee, natürlich. Warum... Ich frage gar nicht. Warum baut man das... Warum macht man das eigentlich so schwierig? Also gut, es ist nicht schwierig, aber warum zum Geier sollte ich mich denn jetzt freiwillig bitteschön hier so ganz blöd gefragt mal hier so rumschwingen? Endlich. So. Nur damit wir hier mal rüberkommen. Ich meine, das ist übertrieben. Wow, was ist das? Ein Regenbogenbaum? Oh nein, die Fische sind böse. Oh nein. Lasst mich in Ruhe. Was war denn das? Wow! Okay, der hat einen Udam erwischt. Der hat einen Udam erwischt. Apropos Udam. Können wir hier unsere Eule rufen? Nein. Oh. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier Gegner sind. Okay, warte mal. Einer hier? Sonst noch irgendwo? Hallo? Da ist noch einer. Das sind doch sonst immer so große Trupps. Da ist noch einer. Okay, jetzt bleibt die Frage. Oh, ich habe eine Idee. Können wir den da... Verdammt, der war knapp vorbei, ne? Oh, ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Irgendwas klang, als würden wir gleich wirklich Besuch bekommen. Shit. Oh oh. Mist.
Ich hatte eigentlich gedacht, wir können ein bisschen heimlich vorgehen, aber Pustkuchen. Na? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Wir kümmern uns jetzt um die. Ich wollte das eigentlich ein bisschen cooler machen. Vielleicht mal einen oder zwei von denen ins Wasser schubsen. Ich wollte nur mal sehen, ob die vielleicht von Krokodilen gefressen werden können. Das wäre doch cool gewesen, oder nicht? Oder so ein Beißfischchen. Ich trau denen nicht. Da hat's wieder einer erwischt. Da hat's wieder einer erwischt, ja. Wo ist der denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Hey, war doch... Hier war doch gerade noch einer. Boah, ah! Scheiße. Todesrolle, Todesrolle. Nein. Lass mich los. Alter Finne. Ist es tot? Boah. Boah, hat mich das Krokodil jetzt erschrocken, ganz ehrlich. Boah, Mann, ich hab damit jetzt... Oh, shit, das noch eins. Raus aus dem Wasser. Boah, ich hab jetzt überhaupt nicht damit gerechnet. Überhaupt nicht habe ich jetzt damit gerechnet. Verdammt. Boah, hat mich das erschrocken. Ich hab jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass da wirklich direkt eins neben uns ist. Ich habe jetzt gedacht, okay, gut, vielleicht ist irgendwo noch ein Krokodil. Aber das war jetzt schon ein bisschen... Das war jetzt schon ein bisschen eich. Okay, den hat's auch böse erwischt anscheinend. Boah, das war nicht schön. Boah, so eine Todesrolle von Krokodil zu überleben, ist schon eine Kunst. Das, kriegt nicht jeder hin. So, das haben wir. Ist hier überhaupt noch irgendwas? Hier ist zwar noch eine Pflanze, hier ist ein bisschen was davon. Hier ist noch eine Höhle oder ist das nur eine Wand? Ja, das ist nur eine Wand. Das nehmen wir noch mit. Oh, hoch mit dir. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Pfeile herstellen. Mal ein paar davon. Ja. Okay. Boah, ich muss aufpassen, wenn ich hier durchs Wasser laufe. Da ist noch ein Krokodil, aber ich glaube, das tut uns jetzt nichts mehr. So, sehr beinahe gefressen von einem Krokodil. Einmal nicht aufgepasst. Da fühlt man sich manchmal so sicher in der Wildnis. Denkt man so, ah, kein Problem, ich habe schon Ewigkeiten überlebt. Krokodile, macht mir nichts. Ja, siehst mal, wie schnell es gehen kann. Beinahe wäre ich gefressen worden. Hätte ich jetzt in Panik irgendwelche Knöpfe gedrückt oder so, dann wäre das Quicktime-Event wieder nicht aktiviert worden. Dann wäre ich wieder im Schlamassel gewesen. So. Ah, das nächste Mal, ich sag immer scannen. Aber das nächste Mal schaue ich erstmal mit meinem Jägerblick nochmal vorher alles ab. Sicher ist sicher. Na, haben wir es geschafft? Sind wir draußen? Es ist so hell. Ich glaube, wir haben es geschafft. Boah, Gott sei Dank. Also die Höhle. Jo, wir haben es geschafft. Und wie ich vermutet... Nee. Überhaupt nicht, wie ich vermutet habe. Wir sind hier irgendwo rein und hier raus. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen irgendwo hier raus. Naja, okay, gut. Dann sind wir aber zumindest fertig, was dieses Gebiet hier angeht. Glaube ich zumindest. Warte mal. Nochmal kurz einen Überblick machen, aber ich sehe jetzt nichts Blaues mehr. Hier unten, ja. Aber hier sind wir jetzt soweit fertig. Das haben wir sogar auch schon. Dann würde ich sagen, entweder hier weiter, so entlang der Grenze. Ja, das ist entlang der Grenze, ist blöd. Aber wir rücken langsam vor. Wir kommen langsam Richtung Bollwerk. Auch wenn ich erst eigentlich gerne noch die anderen... Missionen hier erledigt hätte. Naja, mal gucken. Wie gesagt, das Spiel geht ja sowieso noch. Wieso ist denn da oben so ein Punkt? Ein komischer. Seht ihr das da oben rechts, da auf der Karte? Was ist denn das? Merkwürdig, ganz merkwürdig. Okay.
Na gut, dann machen wir einfach da weiter. Hm, was ist das? Können wir da irgendwas ausbauen? Ach nee, der Karouche, genau, der Karouche. Wisst ihr was? Ich habe jetzt gerade mal das Bedürfnis, mal wieder da hinzugehen. Einmal nur mal just for fun. Wir haben ja für den Karouche, haben wir die Mammuts, also das Mammut befreit und gerettet. Und wir haben den Udam einen bösen Schlag verpasst. Naja, mal gucken. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was hier so eine Sache ist. So, ich schaue mir jetzt mal kurz an. Hier ist echt praktisch, weil wir können ja einfach immer Zeugs abgreifen. Vor allem haben wir eigentlich immer relativ viel davon. Wenn ihr da seht, wie viel da im Lager ist und so, da ist es gar kein Problem. So, da können wir uns bedienen ohne Ende. Was haben wir da? Keulen? Ja, gut. Das sind halt die Blutschasti-Keulen. Hm. Habe ich noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, ob die gut sind oder schlecht, aber... Das ist eigentlich das das, was mich eher interessiert. Hier so seltenes Schilf. Seltene Nordzeder haben wir sogar voll. Nordschwarzstein haben wir voll. Blut von Oros. Haben wir jetzt gar nichts bekommen. Ah, okay. Nordton, alles klar. Südahorn, wieder zwei Stück. Perfekt. Südstein, auch wieder zwei Stück. Südsteinstaub, auch wieder. Ja, es geht langsam voran. Wolfsfell haben wir genug. Ich hätte gern Streifenwolffell. Wenn die mir es einfach schenken könnten, wäre es geil. Hier da, seltenes Streifenwolffell. Finden sich manchmal unter anderen Wölfen. Ja, toll. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Höhlenlöwenfell. Ja, haben wir genug. Was haben wir da? Braunbärfell. Okay, was ist das? Seltenes Weißjack. Großelchhaut. Jawohl. Leopardenfell. Gut, davon haben wir jetzt genug. Federn haben wir auch. Aber zumindest haben wir da welche. Na, also ein paar Rohstoffe haben wir bekommen. Nicht viele, aber es sammelt sich. Hier fehlt immer noch Dachsfell. Oh Gott, ich hasse Dachsfell. Die blöden... Also, ich meine, klar, die haben bestimmt schon ihre ihre Berechtigung, sage ich mal. Was haben wir denn hier unten? Präzise Schleuder, Kopftreiber, Kopfschutz, okay. Ist vielleicht interessant. Was haben wir da? Schalte mehrere Gegner nacheinander aus. Starte einen Takedown, bewege dann L wie angezeigt, um ihn auf mehrere Gegner in der Nähe anzuwenden. Das würde ich gerne machen. Einfach nur, weil ich das ziemlich interessant finde. Und ich glaube, das da... Weißt du was, wir machen das da. So. Ich mach da nicht lang rum. Ihr Hüttchen ist ja schon komplett aufgebessert. Und ihr... Ihr ist hier unten. Da fehlt uns die Südahorn, der Südstaub. Okay. Dann gehen wir mal zu unserem Karouche. Karouche. Wo ist er denn? Karouche. Ja, ich wusste, dass er sich den Wachturm gebaut hat. Ich hab's irgendwie gewusst. So, was braucht er? Immer noch das Streifenwolffell. Oh, Mann. Okay, können wir da hoch? Vor allem, der ist der Erste. Ist der Erste, den ich sehe, der eine Leiter gebaut hat. Ich bin der König der Welt. Oder zumindest des Lagers. Aber es ist interessant, weil er wirklich der Erste ist, der hier so eine Leiter gebaut hat. So, Karouche, erzähl mir, was geht ab? Karouche, heiter. Karouche Mogweiter. Hai Hasaguana. Auge um Auge. Ach so, das ist gar nicht Karouche, ich Depp. Ja, das heißt, er ist jetzt weg. Oder? Oh, wir können hier was machen. Ah ja, genau, perfekt. Dafür haben wir die Leopardenfell. Säbelzahntigerfell. Ja, warum nicht? Gleich voll upgegradet. Alles klar. Ich guck mal kurz auf die Karte. Karouche, Karouche. Wo ist er denn hin? Oh, wir waren doch gerade eben erst da oben. Mann. Ja, wir waren wirklich gerade eben erst da oben. Oh.
Okay. Wisst ihr, was wir da machen? Ich mache jetzt hier eine kleine Folgenpause und in der nächsten Folge helfen wir Karush, Mog zu töten. Eigenhändig. Reißen wir ihm irgendwas raus und schenken es Karush. Just for fun. Aber das sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao.